Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Unser Feld hier müsste soweit fertig sein. Und wir können damit, denke ich, jetzt mal auch beginnen mit dem Dreschen, wenn unser Fahrzeug sich vorwärts bewegen würde. Das funktioniert auch, das ist prima. Also die Drescharbeiten können beginnen. Das ist doch super einwandfrei, würde ich mal behaupten. Warum jetzt hier nichts... Achso, hier habe ich nicht gepflügt. Gekruppert. Na gut. Wie dem auch sei. Ich denke, wir werden unser Silo damit echt ein bisschen wieder füllen können. Unser Weizensilo. Jo. Denke, damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Das kleine Güllefass könnten wir uns momentan dadurch, dass wir in der letzten Folge... Oder ich weiß nicht, wie ich das schneide. Ich habe da ja zwei bis drei, ich weiß es gar nicht, Aufnahmestarts quasi gemacht. Ja, ich denke, das werden wir dann eventuell, ich weiß nicht, werden wir uns das Ding schon kaufen? Für drei Kühe lohnt sich das eigentlich nicht. Da müsste ich echt viel, viel mehr Kühe anschaffen. Aber mindestens so 10. 10, 15. Ich weiß nicht. Jetzt ist der Korntank schon wieder fast voll. Wie nervig. Jetzt fährt, ich weiß nicht, ob man das Klingelgeläute hört. Jetzt fährt draußen auf der Straße wieder einer rum, der sucht altes Eisen. Manchmal brüllen die das dann auch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist und bei uns hier auf dem Lande. Da passiert sowas. In der Nähe von Frankfurt auf dem Lande, da ist es. Da ist ein Mähdrescher nichts Besonderes. Also gehört in Frankfurt, da fahren sie teilweise im Fahrrad irgendwo hin und gucken da den Bauern zu, wie sie das Feld dreschen. Das, ja, keine Ahnung. Interessiert hier keinen, weil das hat man eh den ganzen Tag vor der Haustür. Gehst du 5 Minuten, 5 Meter, gut, 5 Minuten Fußweg aus dem Haus und da hast du 10 Mähdrescher vor dir stehen. Also momentan jetzt liegt hier überall Stroh rum vom Drescher und vom Feld halt. Ja, ist hier halt so der Alltag. Ich kann mir aber vorstellen, dass das, entschuldigt mir den Ausdruck, dass das als Städtler, für wen das jetzt auch immer irgendwie beleidigend oder sonst wie sich da irgendwie angegriffen fühlt, dem ist nicht so, dass das doch dann schon interessant sein kann. Also mir passiert das auch mal, wenn ich durchs Feld fahre, schaue ich da gerne hin, weil mich das dann echt schon so Landwirtschaften so schon so ein bisschen interessiert. Wenn mich das nicht interessieren würde, dann würde ich dieses Spiel nicht spielen, vor allem nicht so lang. Ja, das ist quasi einfach der Punkt, wo man das auch nachvollziehen kann, dass man sich da irgendwo hinbegibt, um Bauern zuzuschauen, wie sie ihren Acker dreschen. Ist ja auch eigentlich ganz interessant, wenn es allem mit so riesen Drescher, nichts mit so einem komischen Ding wie wir hier, mit so einem kleinen Scheißding, auf ihrem Acker rumwurschteln. Aber ich denke, so ähnlich werden sie auch mal angefangen haben. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ist halt schon ein altes Ding, ihr habt gar keine Fahrerkabine, ihr kriegt den ganzen Staub ins Gesicht. Von Hygiene hat unser Kollege hier ja auch noch nichts gehört, der, keine Ahnung, müsste eigentlich total dreckig und gelb im Gesicht sein von dem Staub. Aber nun gut. So viel Realismus haben wir jetzt hier eigentlich vom Spiel auch nicht verlangt. Es geht ja mehr um die Maschinen und sag mal, wie oft will er dieses Spiel jetzt eigentlich noch starten? Die letzten 5 Minuten ist bestimmt 10 Mal aufgeploppt gefühlt. Alles bald. Da kann er sich nicht entscheiden, ob er das spielen will oder was oder nicht. Habe ihn mal gefragt, eine Antwort habe ich noch nicht erhalten. Vielleicht, keine Ahnung, spackt der Rechner auch ein bisschen rum. Na gut. Dieser Korntank, der ist so winzig. Jetzt merkt man mal, wie das ist, wenn man das gedüngt hat. Ich fahre hier zwei, drei rein und dann ist das Ding voll. Ja, krass. Und auch irgendwo geil. So.
Dann wollen wir das Dingens mal wieder ausleeren. Ich hätte gerne eine größere Sämaschine und ich hätte gerne einen größeren Drescher, ehrlich gesagt. Das Glyphos steht so an dritter Stelle. Ich will gerade mal gucken, während der abtankt, was man denn so für Erntemaschinen bezahlen muss, auf den Tisch legen muss. Was kostet der große hier? 315? Das ist schon Wort. Was kostet der Glas? Mods nach Marken. 370. Den hier würde ich mir gerne anschaffen. Was kann ich denn? Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Na egal. Was kann ich mir denn hier als, Kredit? Geht das hier 300.000? Geht ja auch viel. Kreditbetrag. Ach so, ich habe hier nur 40.000. Ich bin Genie. Sagen wir mal 400.000. Kreditgebühren. 4.000 am Tag. Kreditlinie 209.000. Dürfe ich hier nur 209.000 aufnehmen oder wie? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls den würde ich mir gerne anschaffen, den Class Lexion. Ich glaube, das mache ich auch mal. Warum eigentlich nicht? Fahren wir doch mal zur Bank, einfach aus Jux und Dollerei. Warte, den können wir ausmachen. Kuppeln das mal ab, das brauchen wir ja nicht. Fahren einfach mal da Richtung Landhandel. Gucken wir mal, was man bei der Bank vor Ort so aushandeln kann. Weil dieses komische Fenster da, das verstehe ich noch nicht so ganz. Huch. Entschuldigen Sie, junge Frau. So. Aussteigen und zum Finanzzentrum, bla. Das verstehe ich ja jetzt noch weniger. Als 209.000, okay, dann habe ich das in diesem Fenster doch besser richtig verstanden. Schade. Gut, dann porte ich mir den hier mal heim. Das Gewicht. Ich dachte schon, was habe ich jetzt gekauft, was da noch liegt. Gut, dann müssen wir halt mit dem Ding auskommen. Haben wir mal wieder Sniper Ghost Warrior gestartet. So, Licht brauchen wir eigentlich nicht. Wir hier neben schon ein bisschen mitnehmen, so ganz klein wenig, ganze 2-3%, bis es dann richtig losgeht. So, jetzt haben wir wieder volle, naja, nicht so ganz volle Schnittbreite. Müssen wir ein bisschen weiter rechts fahren. So, dann passt das auch. Jetzt wird es da vorne noch mal knapp. Jetzt fahre ich einfach geradeaus. Wir nehmen es irgendwie doch mit. Finde ich gut. Im Ernst. Nee, wie oft willst du das Spiel noch starten? Funktioniert
funktioniert etwas nicht richtig. Da. Lad das Stroh auf die Wiese ab und gut ist. Den alten Teil vom Landwirtschaftssimulator war es ja, so, man hat eigentlich alle Felder besessen und die waren auch alle schon angesät und so, und da hast du eigentlich nie Sämaschinen, also da gab es mindestens genauso viele Felder wie in dem Spiel hier, die hast du alle besessen und die waren alle quasi frei und besät, und das ganze Getreide, das war auch schon gewachsen. Das heißt, bist eigentlich mit deinem Drescher in der Welt umhergefahren, hast hier und da mal gedreschen, und dann hast du dir, also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich weiß nicht, was das war, 2008 oder 2011, dass ich da jemals irgendein Feld gedroschen habe, gesät und gekruppert und gemacht und getan habe. Stimmt, habe ich das irgendwann gemacht, weil die Felder dann irgendwann so weit weg vom Hof waren und ich musste ja das Zeug dann über eine ganze Gegend rumfahren. Was ich nicht wusste, diese Funktion mit diesem Tabular, dass ich hier so hin und her springen konnte, das wusste ich nicht, dass es das damals schon gab. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Deutz, der hier auf meinem Hof steht, von meinem Drescher da hinten wollte, da hinten sieht man den, wollte, dann habe ich nicht so gemacht, sondern ich bin ausgestiegen und bin dorthin gelaufen, weil ich das nicht wusste. Jetzt habe ich da oben ja eigentlich so gut wie noch nichts gedroschen. Jetzt kann ich ja auch hier unten gleich anfangen. Das ist ja dann auch wurscht. So. Jetzt habe ich da wieder was stehen gelassen und bin da sehr genau. Das muss alles gedroschen werden. Das ist ja fast bares Geld eigentlich. Bin ich da etwas pimmelig diesbezüglich. So, nächste Reihe fertig und der Korntank schon wieder fast voll. Eigentlich könnte ich den Hänger jetzt fast schon auf die andere Seite stellen, überlege ich. Ach nee. Fahren wir jetzt einfach mal dahin. Mit 88% kann man das tun. Die 12%. Achso. Das dann auch wurscht. So, fast 50% dürfen drin sein. Ich behaupte mal so 43 oder sowas. So.
Geht's dort wieder weiter? Was kann ich denn eigentlich mit dem Strom machen? Mit dem Strom, das kann ich ja eigentlich nur bei den Kühen da quasi so als Bodenbelag hinschmeißen. Momentan hätte ich die Möglichkeit, dass ich den Gras quasi verkaufen, sage ich schon, verfüttern könnte, wenn ich mir so einen kleinen Profi-Hopper kaufen würde, den ich ja mit 25 km/h da hochfahren müsste. Ich weiß nicht. Dann kann ich mir noch so einen Schwader kaufen, der das so zusammenwirbelt, und dann könnte ich das auch trocknen lassen, dann hätte ich Heu. Weiß ich nicht. Gibt noch so viel zu entdecken und zu viel erfahren und zu viel erledigen in dem Spiel. Weiß es nicht. Das Milchauto habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, auch wenn ich da oben nie bin. Oder haben wir das schon mal gesehen? Weiß ich gerade gar nicht. Weil das ist ja nur so meine Aufnahmewelt. Hier spiele ich ja nur, wenn ich hier aufnehme. Ich spiele ja sonst immer, spielen wir mal zu zweit oder zu dritt auf einer gemeinsamen Welt. Und da haben wir das auf jeden Fall schon mal gesehen. Nur ich weiß nicht, ob ich das hier in dieser Let's Play-Welt schon mal gezeigt habe. Ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber vielleicht muss ja mal gesehen haben, aus Neugier oder aus Interesse. Deswegen hätte ich es gern mal gezeigt. So, Korntank wieder voll, hatten wir ja schon lange nicht. Ging das B? Nee, O. So. So, ich denke, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.